Herzlich willkommen zurück bei Bricks Go Wild. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit mir, Rita kocht gerade Kaffee, dann kommt sie. Heute ein Video, welches von euch gewünscht wurde, und zwar mit einem Thema, welches wir schon eine längere Zeit nicht mehr behandelt haben. Unsere sagenumwobene Lego-Stadt hat ja natürlich auch eine wunderbare Downtown, eine Innenstadt, und es sind ja viele neue Zuschauer dazugekommen. Hallo, herzlich willkommen. Freut uns, dass ihr dabei seid. Und auch altehrwürdige Zuschauer, auch danke für eure Treue natürlich, die wollen wieder mal unsere Downtown sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ändert sich ja auch immer was. Rita baut Figuren ein, kleine Situationen. Wir schauen uns heute unsere Downtown an, insbesondere natürlich die Modular Buildings. Und vielleicht entdeckt ihr was Neues, vielleicht entdeckt ihr irgendwas Cooles. Wenn ihr Fragen habt, natürlich jederzeit gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ohne Umwege, schauen wir mal, was die Downtown hier so zu bieten hat. Und zwar haben wir alle bisher erschienenen Modular Buildings von Lego. Die sind leider mit der Zeit sehr teuer geworden, vor allem diejenigen, die es nicht mehr im Handel gibt. Wir haben die ersten drei verpasst, also hier sind die ersten zwei, glaube ich. Das andere ist dann auf der Rückseite. Das Café Corner, welches noch immer mit den falschen Fenstern und den falschen Fensterläden ist, aber macht nichts, war eines der ersten, was wir rebrickt haben. Das ist noch ein Modular Building, welches innen gar nicht eingerichtet ist, aber welches mir auch sehr gut gefällt. Green Grocer haben wir auch rebrickt. Das Einzige, was wir da ja nicht, sage ich mal, original gemacht haben, es sind originale Lego-Steine, aber wir haben hier, ich glaube, bei den Sand Green Teilen sind extrem viele 1x8er Bricks drinnen, und die haben wir gegen die doppelte Menge 1x4er ausgetauscht, weil das sieht man nicht von der Optik her. Ich weiß nicht, ob sich beim Preis da jetzt schon was geändert hat, aber damals waren die 1x8er extrem teuer. Das ist das erste Modular Building, welches auch innen eingerichtet war und ist immer wieder mal mein Favorit. Ist unten so ein cooles kleines Geschäft drinnen und oben zwei Wohnungen. Also ein wunderbares Modular Building, welches auf jeden Fall einen Platz hier am Stadtplatz verdient hat. Dahinter seht ihr den Pet Shop, die Zoohandlung, welches ein zweigeteiltes Modular Building ist. Auch schon aus dem Sortiment, wenn ich mich nicht täusche, rechts in blau eine Zoohandlung und links eine Wohnung. Man kann das Modular Building dann auch trennen und separat hinstellen, dann hat man zwei 16 breite Gebäude. Hier haben wir also unseren Stadtplatz, wo ich glaube fast 100 Leute unterwegs sind mit den Gehsteigen und mit dem Ganzen. Hier tut sich einiges. Hier sind wir, die gerade bei einem Radio-Interview unterwegs sind. Es sind jede Menge Sigfix hier von euch auf dem Stadtplatz platziert, jede Menge kleine Geschichten. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal in die anderen Videos reinschauen. Wir haben auch ein paar GWPs hier, unter anderem, glaube ich, dieser Stein hier, der Brickstory-Stein. Übrigens, Brickstory ist nicht der offizielle Sponsor unseres Kanals. Das hat sich eben so ergeben, dass dieser Stein hier unseren Brunnen am Stadtplatz ziert. Hier feiern auch Studenten ihren Studienabschluss. Es werden Blumen verkauft, es werden Luftballons und Kaffee verkauft, also jede Menge. Schauen wir nach rechts. Hier haben wir die Brickbank, ein Eckgebäude. Hier ist die Bank, cooles Büro oben für den Chef, und rechts ein Waschsalon. Und das war so ziemlich das erste Modular, wo es dann schon so kleine Geschichten zu erzählen gab. Und zwar kann man bei den Waschmaschinen, da ist eine außer Betrieb im Waschsalon, und da kann man, ich glaube, wenn man sich mit einer Minifigur, da kann man Geld durchwerfen und dann kommt das in der Bank an. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz cooles Modular, wird sehr oft unterschätzt eigentlich. Und jetzt kommt Rita mit einem Kaffee. Ich musste mir einen Kaffee machen, denn der kleine Baumeister wurde niedergelegt. Dann wäre ich fast mit eingeschlafen. Ja, du bist da, das ist gut, das freut uns sehr. Also wir sind gerade bei der Steinebank, welches ein Modular ist, welches sehr oft übersehen wird, aber nichtsdestotrotz können wir es euch nur empfehlen. Außerdem gefällt mir persönlich dieser Look hier extrem gut mit diesen geriffelten, runden Bricks. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Auch das Dachfenster, das große. Ein sehr, sehr nettes Modular. Dahinter das Detektivbüro, auch mehr oder weniger zweigeteilt, ein Detektivbüro auf der rechten Seite. Im Erdgeschoss davon ist der Friseur.
darf natürlich kein Friseur fehlen in der Stadt. Und links ist die Poolhalle, die mir auch wahnsinnig gut gefällt, wie sie eingerichtet ist. Irgendwie hat das so einen Bar-Stil der Prohibitionszeit. Ich glaube, man kann ja auch Cookies schmuggeln. Das ist da die Geschichte unter dem Gang durch und so weiter. Also wirklich sehr cool. Und als letztes hier, es ist so mehr oder weniger ein Eckgebäude. Wir verwenden es jedenfalls als Eckgebäude. Das American Diner und ein extrem cooles, richtig amerikanisches Diner. Und oben Wohnungen und rechts in diesem Teal, das ist das erste Set, welches Teal wieder ins Programm aufgenommen hat, oder Lego hat Teal wieder ins Programm aufgenommen, nach fast 20 Jahren Absenz. Christophs Mom hat gerade angerufen, dass sie dann noch vorbeischaut und sich wieder mal den Naherholungsgebiet widmet. Wir sind gespannt. Das finden wir sehr gut. Wir waren gerade beim Diner, glaube ich. Ja. Als nächstes schauen wir hier in den zentralen Bereich. Natürlich, unser Stadtplatz ist 3x3 Baseplates groß. In die Mitte gehört natürlich das Rathaus, welches bis zum Erscheinen das größte Modular Building war, welches es gegeben hat. Es ist größer, es ist wuchtiger als die anderen. Auf dem Balkon ist unser Präsident Lord Business, der hier mit seiner Oktantasse einen skeptischen Blick auf den Stadtplatz wirft. Unten wird geheiratet, auch ein sehr, sehr schönes Modular. Links davon die Fire Brigade, ein älteres Modular, welches aber auch sehr nett eingerichtet ist. Damals hatten sie auch schon coole Ideen. Es war noch nicht so abgespaced und funky, wie die Modulars heutzutage sind, hier mit coolem Feuerwehrauto. Aber nichtsdestotrotz ein sehr schönes Gebäude mit einer goldenen Glocke obendrauf. Dann kommt zu unserer Rechten mein absolutes Lieblingsmodular. Schnappt euch das auf jeden Fall noch, solange es das noch gibt. Das war zum 10. Jubiläum der Modular Buildings. Ein Riesengebäude, ich glaube insgesamt 1,5 Baseplates groß. Das Stadtleben mit Blumengeschäft, Bäckerei, Wohnungen und so weiter. Und das Coole daran ist, dass dieses Modular hier Referenzen an alle bisher erschienenen anderen Modular Buildings hat. Also ihr findet hier jedes bis zu diesem Zeitpunkt erschienene Modular in diesem irgendwo versteckt. Das ist auch sehr nett. Da könnten das gibt es wahrscheinlich schon, oder? Ein Video dazu machen, welche Referenzen es gibt. Denn ich glaube, ich kenne nicht mal die Hälfte der Referenz. Kenne ich auch nicht, aber könnten wir ja im Internet mal schauen. Genau, wäre auf jeden Fall interessant. Finde ich auch. Als nächstes haben wir hier die Corner Garage, ein mittelmäßig erfolgreiches Modular. Von vielen wird es sehr gehasst, weil sie denken, dass das irgendwie nicht so reinpasst in die Serie. Es ist unten eine Tankstelle mit einer Garage, im ersten Stock ist Dr. Jones, ein Tierarzt, und ich glaube, ganz oben ist dann noch eine Wohnung. Ich muss sagen, wir haben das Modular hier absichtlich an dieser Straßenecke platziert, da ich finde, dass sich das hier ganz gut macht. Es ist nicht so wuchtig, es ist ein bisschen dezenter hier, wenn man reinkommt, und das mit der Tankstelle sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Hier auf der rechten Seite haben wir dann so ein paar, wir nennen es die Modular Light Varianten. Das sind ziemlich viele Creator-Häuser, teilweise auch Sets aus der City-Serie, das heißt, das sind so kleinere Häuser. Die gibt es bei Lego immer so um 50, 60, 70 Euro. Auch ein Lego-Store natürlich. Diese Pizzeria war mal bei einem Stadtset dabei. Das heißt, hier sind viele Sets, die so, natürlich schon ein wenig kleiner sind als die Modular Buildings, aber die man eigentlich so am, Rand der Innenstadt ganz gut platzieren kann. Hier zum Beispiel auch das Krabbenrestaurant aus der Hidden Side-Serie mit einem Fahrradladen, ein Friseur. Dann haben wir hier ein Spielzeuggeschäft und hier tut sich natürlich auch einiges. Ein Mini-Supermarkt, Donutladen, und dann geht es hier weiter zur Polizei. Und Rita schaut skeptisch in eines der Gebäude rein. Naja, erstens mal bin ich mir nicht sicher, ob dieser Seafood-Laden so gut ist, denn offensichtlich ist ihm ja gar nicht so gut. Das ist mir letztens erst wieder aufgefallen. Also ich bin mir nicht sicher, ob man dahin essen gehen soll, Leute. Sieht auch leicht heruntergekommen aus, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und natürlich ist auch hier der erste und einzige Mord von Wild City vertreten. Richtig. Wir erinnern uns, eine tragische Geschichte. Der Fitnessguru mit der Hantel, die ihn erwürgt hat, aber Sherlock Holmes steht schon hier. Ganz seltsam finde ich ja, dass sich hier ein Typ um die Ecke beugt und versucht hier
nicht aufzufallen. Yeah. Wir schauen weiter. Wie gesagt, auf der anderen Seite, dort wo Rita jetzt steht, ist ein sehr belebter Gehsteig. Hier sind auch Straßenmusikanten. Hier haben wir Zeitungskiosks, Ticketbüro für den Hop-on-Hop-off-Bus und dann hinten natürlich der Zugang zum ja noch nicht existenten Hauptbahnhof, der aber hier an diese freie Fläche kommen wird. Wir haben da einiges vor, müssen aber uns noch ein wenig, oder ihr müsst uns noch ein wenig gedulden, da wir momentan so viele andere Projekte haben. Stichwort U-Bahn zum Beispiel. Aber Stichwort alles. Aber das kommt schon. Hier haben wir als nächstes, das war damals das erste Gebäude, welches wir eingebaut haben, nachdem wir die Stadt gegründet haben, die Bibliothek, den Bücherladen, das auch ein zweigeteiltes Modulär ist. Links eine Bibliothek oder ein Büchergeschäft, der leider sehr klein gehalten ist, und rechts eine Wohnung. Ich finde diesen viktorianischen Baustil aber ganz cool eigentlich, und auch hier die kleine Geschichte mit dem Baum gefällt mir wahnsinnig. Als letztes hier in unserer Reihe haben wir das Pariser Restaurant, welches auch mit ein paar wirklich coolen Details glänzt. Habt ihr zum Beispiel schon gesehen, dass diese Verzierungen hier oben aus weißen Muscheln bestehen und darunter sind immer zwei weiße Croissants. Also das Pariser Restaurant ist zwar vom Gebäude an sich jetzt eines der kleineren, es ist nicht besonders groß, speziell die oberen beiden Stockwerke, hat aber total coole Details eingearbeitet. Auch die Vorhänge, man sieht es hier jetzt nicht besonders gut, aber die Vorhänge vom Restaurant sind echt schön und ich liebe auch diese Dachterrasse hier. Deswegen haben wir das Pariser Restaurant hier auch mehr oder weniger als Eckgebäude in Betrieb genommen, da es eigentlich ganz gut passt hier von der Ausrichtung her, genauso wie das Steiner. Und gegenüber davon haben wir dann noch das große Kaufhaus. Es wird ein bisschen verdeckt von den Bäumen. Hier ist auch eines meiner Lieblings-Modular-Buildings. Drei Etagen Shoppingvergnügen. Es gibt zwar nicht besonders viel zu kaufen dort, aber man kann das auch jederzeit noch ein bisschen erweitern. Coole Rolltreppe, Umkleidekabine und ein großer Luster, den seht ihr vielleicht, wenn ihr oben beim Dachfenster reinschaut. Also auch das ist ein wirklich, wirklich cooles Modular. Nach hinten geht es dann weiter in den hinteren Bereich der Innenstadt. Zudem machen wir vielleicht noch ein separates Video, zum Beispiel vom Quickie Mart. Wir schauen jetzt noch auf die andere Seite rüber. Von dieser Seite hier filmen wir nicht allzu oft, was wir aber irgendwie ein bisschen ändern sollten, finde ich, denn auch die Downtown sieht von hier ganz cool aus. Wir haben hier an der Ecke das Palace Cinema, ein auch wirklich sehr schön gestaltetes Kino, hat einerseits die rote Baseplate, die ja sehr selten ist, oder glaube ich überhaupt nur in diesem Set vorkommt. Mir gefällt einfach der Stil hier, angelehnt an das Chinese Theater am Hollywood Boulevard. Tolle, leider zwar Sticker, aber im unteren Stockwerk seht ihr hier Filmposter. Es gibt auch diese Limousine ist dabei, wo die Stars für die Oscarverleihung angekarrt werden. Die bedruckten Fliesen mit den Stars wie am Walk of Fame. Wir haben ja hier ein paar so Schausteller aufgestellt. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, euch mit zum Beispiel diesem Superhelden hier fotografieren zu lassen. Hier sind auch einige Paparazzi unterwegs. Also auch hier gibt es für jeden Geschmack was, Gitarrespieler und so weiter. Das Palace Cinema und auch wirklich schönes Kino. Wir haben gegenüber zwar noch ein Kino aus dem legendären Jubiläumsset 10184, wenn ich mich nicht täusche, aber das ist vom Innenraum her bei weitem natürlich nicht so attraktiv und so cool gemacht. Dahinter haben wir dann noch das allererste Modular Building. Es ist zwar nicht offiziell Teil der Modular Building Serie, aber ich würde es dazu zählen. Es ist die Market Street. Ein Set aus der Lego Factory Reihe. Die haben mehr oder weniger die Idee geboren, dass man ja mit Lego Stadthäuser bauen könnte. Dazu gehören auch die das Krokodil, das große 10183 und noch ein paar Sets. Es ist ein relativ kleines, überschaubares Modular Building in, glaube ich, Medium Blue, wenn ich mich nicht täusche. Dazu gehört auch links dieser Marktstand, wo der Bus davor steht, was natürlich eigentlich auch bebaut werden könnte. Wir haben es jetzt mal im Original gelassen. Das Set könnt ihr euch eigentlich auch ganz schön nachbauen. Es gibt nur ein paar teure Teile, zum Beispiel diese Balkongeländer sind nicht gerade günstig, wenn ihr da die Originalen nehmt, und ein, zwei
Fahnenstangen, die haben sie ja mal gewechselt, die sind jetzt nicht mehr so lang, wie sie früher mal waren. Aber ansonsten ein wirklich, wirklich cooles Set und was mir besonders gut gefällt, ist, hier bei diesem Marktstand werden auch Salatköpfe verkauft und die Köpfe sind grüne Frisuren, wie sie, ich weiß gar nicht bei welcher Serie in Verwendung kamen, aber auf jeden Fall sind das eigentlich Frisuren, die hier als Salatköpfe ihr Dasein fristen, bis sie wahrscheinlich mal gekauft werden. Sehr cooles Modular und wir sehen auch bei vielen anderen Lego-Städten, zum Beispiel bei Bobsstadt, sehen wir auch viele Gebäude, die so von der Silhouette und vom Grundgedanken her der Market Street angelehnt sind. Und das verstehen wir, denn das ist ein tolles Haus und hat wirklich viele auch kleine Details. Ist zwar nicht eingerichtet, aber kann man natürlich machen. Überhaupt gar kein Problem. Auf dieser Seite der Innenstadt haben wir genauso wie auf der anderen Seite so eher kleinere Geschäfte, Museen. Wir haben hier das City Museum, zwei verschiedene, die wir hier mal zu einem Gebäude zusammenbauen wollen, wo wir noch ein bisschen Platz gelassen haben. Auf der Hinterseite ist der Creator Eisladen und hier ist noch ein, wie könnte es anders sein, Lego Store. Bevor wir hier zum zweiten Stadtplatz kommen, wo gerade so eine Ausstellung läuft, wo diese 60 Jahre Legostein, waren es 70, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Sets ausgestellt werden, bevor wir hier dann zum Bahnhof können, wo natürlich jede Menge Züge vorbeifahren. Hier drüben gibt es auch die Friends Pizzeria, Friseurladen, ein kleines, aber feines Hotel, was ja eher ein bisschen mickrig ist für unsere Stadt, nicht besonders groß. Dann so ein Burgerladen, dann geht's weiter. Von dieser Seite haben wir überhaupt noch nie gefilmt, glaube ich. Hier hinten mit diesem Art Studio von Friends, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ist eigentlich auch ein ganz nettes Set und dahinter ist dann aus Creator diese Halfpipe. Gegenüber davon haben wir ein Set, welches wirklich sehr toll ist. Es ist die Ghostbusters Feuerwehr. Ist ein Set, welches leider schon lange aus dem Sortiment genommen wurde, war auch sehr teuer. Ist aber cool eingerichtet. Ich liebe diesen Mechanismus, dass man das Set so auf die Seite aufmachen kann. Das Einzige ist, wir haben das so gut verbaut jetzt, einerseits mit Steinen, andererseits, es ist ziemlich in der Mitte dieses Tisches, dass man da sehr schlecht hinkommt. Also wir müssen es euch mal von innen zeigen. Aber das ist auch ein Set. Das ist ein bisschen schwierig zu integrieren in eine Lego City, weil es vom, ja, Maßstab her nicht ganz so einfach ist. Es ist ja dünner als eine Baseplate, aber dennoch länger. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber ein sehr, sehr schönes Set. Und ich denke, wir haben hier in dieser Ecke einen ganz netten Platz gefunden. Zu guter Letzt zeigen wir euch noch, oder zeige ich euch noch, Rita ist ja jetzt verschwunden, ich glaube, sie ist bei dem Baby, diesen Barnes & Noble kombiniert mit Starbucks Buchshop. Das ist ein Set, weswegen wir auch immer wieder gefragt werden. Das ist ursprünglich eine Lego Ideas Einsendung gewesen, das heißt, es hat jemand das bei Lego Ideas eingesendet. Die Idee ist aber dann nicht umgesetzt worden, warum auch immer. Und das Set kam dann, ich glaube, ein, zwei Jahre später mal bei einer chinesischen Firma auf den Markt. Dort haben wir es auch her, allerdings nur die Anleitung. Die haben wir uns von dort genommen und im Internet gab es dann mal die Teileliste. Das heißt, wir haben alle Steine nachgekauft von Lego. Das hat uns ein Vermögen gekostet, da einige Teile dabei sind, die sehr selten waren, die es bei Lego gar nicht mehr gab und so weiter. Also sehr kompliziert. Die haben es aber dann geschafft, das nachzubauen. Es gab dann auch den Stickerbogen noch extra zu kaufen, damit man das ein bisschen, ja, originalgetreu noch nachbauen kann. Das heißt, auch diese beiden Straßenlaternen hier sind noch von dem Set. Die passen zwar nicht zu den anderen, die wir haben. Macht aber eine ganz gute Figur, können wir euch auch gerne mal von innen zeigen. Dort gibt es jede Menge Bücher zu kaufen. Und im obersten Stock ist ein Starbucks, der auch sehr cool ist. Und ich finde, auch von diesem Winkel her sieht das sehr cool aus mit den Modulars. Und da sieht man ganz schön rein. Dasselbe ist übrigens mit diesem Rivendell Naturhistorischen Museum. Das ist, ich glaube, ein oder zwei Jahre später bei Lego Ideas eine Einsendung gewesen. Da haben wir dasselbe gemacht. Ihr müsst verstehen, damals waren Legosteine noch ein bisschen günstiger, aber das hat uns trotzdem auch ein Vermögen gekostet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im Innenraum ist es nicht ganz vollständig, so wie es im Original vom
Ja, Urheber, wir haben übrigens beide Urheber mit einem Obolus auf deren Websites. Wir haben uns bei denen bedankt dafür, dass wir ihre Sets nachgebaut haben. Da gab es auch, ich glaube, die Sticker mal zu kaufen. Das sieht auch extrem cool aus. Mir gefällt vorne dieser Erker oder was auch immer das ist, wo auch eine, ich glaube, Mittelalterausstellung ist. Das heißt, man fängt unten an, unten gibt es Dinosaurier und je weiter man nach oben geht, desto moderner wird es. Es war ein Horror zum Aufbauen und es hält auch zum Teil nicht besonders gut. Also ihr seht zum Beispiel, dieser Erker hier, der ist so schwer, der drückt sich immer ein bisschen nach unten, aber dennoch ist es auch ein sehr interessantes Set, welches ja wir uns einfach damals aufgebaut haben und wir haben uns gedacht, genauso wie den Barnes & Noble, warum nicht, wir stellen das einfach in die Stadt und schauen, wie das so aussieht. Ja, das war jetzt eine kleine Tour von unserer Downtown, Fokus natürlich hier auf die Modular Buildings, weil die natürlich hier das Entscheidendste sind, das Wichtigste sind. Aber natürlich gibt es wie immer auch überall sonst kleine Geschichten, Minifiguren, Autos, die teilweise eine spezielle Bewandtnis haben. Aber da ja, könnten wir Stunden drüber reden oder ihr schaut euch einfach noch ein paar Videos von uns an. Teilweise haben wir das auch erklärt, warum, was, wie steht. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach ein paar zusätzliche Videos, wo wir euch mal wieder zeigen, was die einzelnen Stadtvierteln von Wild City so repräsentieren. Vielleicht macht Rita demnächst auch nochmal ein Video über ihren Vergnügungspark, denn dort hat sich auch immer wieder was getan, was wir in der letzten Zeit vielleicht gar nicht mehr so im Detail hergezeigt haben. Ja, als abschließende Worte kann ich dann nur sagen, dass die Downtown jetzt ziemlich voll ist, aber wir erweitern sie jetzt und zwar in diese Richtung. Wenn man über das Doppelgleis drüber fährt, haben wir hier noch ein bisschen Platz, da haben wir ja mal eine Platte eingefügt. Da steht jetzt momentan, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, das fehlt ja noch, das neueste Modular, die Polizeistation, welche auch sehr, sehr cool ist vom Design her und diese Dreiteilung des Gebäudes gefällt mir sehr. Da kommen jetzt noch mehrere große Gebäude hin, wahrscheinlich in der nächsten Zeit natürlich, wenn 2022 Lego wieder mit einem Modular Building daherkommt und wir werden hier, wir haben uns den Daily Bugle gekauft, der wird hier hinkommen und vielleicht noch das ein oder andere größere Haus, bevor dann hier natürlich auch der Zoo erweitert wird und man dann nach hinten zum Strand gelangt. Ja, liebe Freunde, das war's, ein kleiner Einblick in unsere Innenstadt, in unsere Downtown, hoffentlich hat euch das gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt. Was ist denn euer Lieblings-Modular-Building? Ich kann mich, wie gesagt, nie entscheiden. Ich glaube, es ist das Stadtleben. Rita, wenn ich mich richtig entsinne, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, ich glaube, sie mag das amerikanische Diner am meisten. Die Gebäude sind aber alle sehr toll und ja, wir sind keine Verkaufsexperten oder Einkaufsexperten, aber ich glaube, wir können sagen, dass ihr euch diese Modulars alle kaufen könnt und ihr verliert mit keinem wirklich Geld, weil die eigentlich immer mehr wert werden. Das heißt, auch wenn sie euch nicht mehr gefallen, könnt ihr sie mal weiterverkaufen. Aber wir lassen die auf jeden Fall jetzt mal bei uns in der Stadt stehen und genießen den Ausblick hier auf die Innenstadt von Wild City. Macht's gut, liebe Freunde. Danke fürs Einschalten. Und ja, demnächst fährt hoffentlich bald auch wieder mal ein Zug. Der Trafo ist nicht angesteckt, aber das lässt sich schnell mal ändern. Bis bald und tschüssi!